Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie erreichen wir dieses Ziel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich haben wir ja über Beratung, über durchsichtig und hingehen und so weiter und so fort und den Arbeitnehmer an den Tisch zu setzen. Was halten Sie denn von dieser englischen Methode, die mit dem Opting-out-System arbeiten? Ist das eine Lösung, die Leute zur betrieblichen Altersvorsorge zu bringen? Das, was ich kritisch an den Opting-out-Systemen allerdings sehe, ist das Thema, was ich vorher angesprochen habe, bezüglich der Teilnehmer, die da sind. Ein Opting-out-System für jemanden, der eine sehr, sehr hohe Versorgung hat. Natürlich kann er sich rausoptieren und lustigerweise ist das auch in der Realität derjenige, der eine Versorgung macht und in dem System drinnen bleiben wird. Ist aber etwas, wo ich als Stück weit Gängelung empfinden würde. Für jemanden, der ein geringes Einkommen hat, und das ist ja genau die politische Zielsetzung und das, was wir auch als gesellschaftlicher Auftrag auch für Versicherer als solches mitnehmen, ist natürlich hier an der Stelle das Abgreifen und genau dieses Kommunikationsthema, was ja häufig auch ein Kritikpunkt ist, kann über ein Opting-out-System rausgenommen werden. Die Frage ist aber, ob genau dieser Zwang eine kritische Geschichte ist. Deswegen habe ich eine sehr ambivalente Einstellung dazu. Jetzt kommt der Idealist in mir durch. Ich würde lieber überzeugen, als über Opting-out ein klassisches, was uns gesagt wird als Versicherer, dass wir hier versuchen, irgendwelche Leute reinzuzwingen, zu keulen. Ich habe da eigentlich eine einfache Formel dazu. Also Opting-out braucht es halt einen arbeitsrechtlich sicheren Rahmen dafür. Den haben wir halt so jetzt gerade noch nicht oder nur in einzelnen Bereichen. Die einfache Formel, die ich da sehe, ist, Arbeitgeberfinanzierung ist das bessere Opting-out. Ja, wenn klar ist, mein Arbeitgeber macht was für mich. Und ich muss auch ein bisschen was dazu tun. Ja, wenn das keine hohe Hürde ist, die ich als Mitarbeiter da überspringen muss, dann brauche ich kein Opting-out. Dann funktioniert das ganz selbstverständlich, ist meine persönliche Erfahrung aus vielen Beratungsgesprächen eben auch, wenn ich sagen kann, guck mal, wenn du das machst, kriegt dein Arbeitgeber, setzt dir das Doppelte nochmal obendrauf. Brauche ich kein Opting-out. Hm. Oder das Gleiche obendrauf. Also über die Versorgungshöhe muss man dann halt immer noch reden, ja. Aber es ist dann halt ein Zwang. Klar kann man Zwang machen, aber ich denke auch, Zwang ist eher das letzte Mittel. Und wir haben dann auf der anderen Seite eben halt auch die Gefahr, dass wir uns Gestaltungsfreiheit nehmen. Und wir haben auch die Gefahr, dass wir gerade diese individuellen Beratungen, die dann halt auch ermöglichen, bestimmte Versorgungssysteme auch passend zu machen für die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, dass wir die dann gar nicht mehr haben. Weil keine Beratung beim Opting-out. Wir hatten vorhin schon über Versorgungssysteme gesprochen, wo man dumm wäre, nicht teilzunehmen. Mhm. Und die wirken auch. Die wirken wirklich. Opting-out, ich bin da ein entschiedener Gegner, rein persönlich. Ich finde nicht, dass der Zweck immer die Mittel heiligt. Und das Menschenbild, das dahinter steckt, hinter Opting-out, ist kein schönes. Das heißt nämlich, dass die Leute entweder zu dumm sind oder zu faul sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das will ich nicht akzeptieren, dass es so ist. Und das ist nicht mein Menschenbild. Ich möchte, dass Menschen verstehen, was sie tun, weil nur dann halten sie auch die Versorgung durch. Weil wir brauchen doch nicht ernsthaft glauben, dass wir Menschen zwanghaft in ein System reinbringen und die nicht verstehen, was sie da tun und dann bei der Finanzierung des nächsten Urlaubs sich die Frage stellen, wo könnte ich jetzt sparen? Und sie werden, wenn sie es nicht verstehen, wenn sie es nicht gut finden, an der betrieblichen Altersversorgung sparen, um sich den Urlaub zu leisten. Und das bringt gar nichts außer einen Haufen Unfrieden. Nicht alles, was Englisch ist, ist gut. Ja, vieles sicherlich schon, aber also das eine wäre so das Vorbild Opting-out und wenn man dann auch mal den Fokus darauf legt, wie Beratung bezahlt wird in England über Honorare, weil alles andere ist verboten. Wo das hingeführt hat, wissen wir ja auch. Ja, also Beratung, eine enorme Versorgungslücke. Versorgungslücke bei denen, die sich es nicht leisten können. Okay. Verfehlte Sozialpolitik an der Stelle, aus meiner Sicht. Und die es ohnehin schon haben, für die ist es jetzt auch kein Problem, so ein Honorar dann eben mal locker zu machen. Es ist, man kann es so nicht sagen. In der Tat, es gibt Betriebe, da ist es sicher gut.
Da halte ich für Opting-out für eine gute Lösung. Es gibt Betriebe, da passt es nicht. Also ich glaube, das ist so individuell, wie die Welt da draußen ist, lässt sich das so pauschal nie sagen. Deswegen ist es schon eine gute Ergänzung, finde ich. Wir setzen es aber tatsächlich sehr wenig ein. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema betriebliche Altersvorsorge. Bekommt ein neues Gesicht. Beraten, abwickeln und verwalten.